heute die Meditation Langes Eck Onkar, wird auch Morning Call genannt. Bei dieser Meditation geht es darum, deine Chakren zu aktivieren. Wir haben 7 Hauptchakren in unserem Körper. Chakren sind Energie- und Bewusstseinszentren. Und diese Chakren sind nicht nur zuständig für dein Energielevel, sondern sie sind auch deine Selbstheilungskräfte. Und bei dieser Meditation geht es darum, diese 7 Chakren nacheinander immer wieder zu aktivieren und in Fluss zu bekommen. Wir arbeiten sozusagen von 3 Positionen aus an diesen Chakren. Die erste ist, du sagst ein Mantra für jedes Chakra. Und ein Mantra ist ein Wort, das durch die Aussprache eine bestimmte Frequenz, eine bestimmte Schwingung erzeugt. Und von diesem Wort ist das die gleiche Schwingung wie von dem jeweiligen Chakra. Das zweite, wir versuchen, die Aufmerksamkeit auf dieses Chakra zu legen, das wir gerade bearbeiten. Und das dritte, du versuchst, deine Muskulatur in dem Bereich anzuspannen. Also, erstes Chakra befindet sich zwischen Damm und Anus. Das ist das Wurzelchakra, das ist nach unten hin offen. Zweites Chakra ist das Sexualchakra oder Sakralchakra und befindet sich knapp oberhalb vom Geschlechtsorgan. Das dritte Chakra ist das Nabelchakra oder Solarplexuschakra. Das ist knapp oberhalb vom Nabel. Vierte Chakra ist das Herzchakra. Fünfte Chakra ist das Halschakra oder Kehlkopfchakra. Sechste Chakra ist das Stirnchakra. Und das siebte Chakra ist das Kronenchakra oder Scheitelchakra. Wir beginnen mit dem ersten Chakra. Du atmest tief ein, lenkst deine Aufmerksamkeit auf das erste Chakra und sagst laut und kurz Eck. Ziehst die Muskulatur vom After zusammen. Dann konzentrierst du dich auf das zweite Chakra und sagst lang Ong. Konzentrierst dich auf das zweite Chakra und ziehst die Muskulatur vom Geschlechtsteil zusammen. Haltest die. Dann sagst du lang gezogen Kar und konzentrierst dich auf das dritte Chakra. Unterhalb von der Bauchmuskulatur, unterhalb von deinem Nabel, ziehst du die Bauchmuskulatur zusammen und haltest die. Dann atmest du tief ein und diese 3 Muskelgruppen lässt du dann los und gehst in eine leichte Grundspannung. Du konzentrierst dich auf das vierte Chakra und sagst kurz Sat. Ziehst dabei den Nabel ganz leicht nach innen. Dann konzentrierst du dich auf das fünfte Chakra und sagst lang gesprochen Nam. Dann kommt das sechste Chakra und du sagst kurz Siri und ziehst den Nabel nach innen und nach oben Richtung Zwerchfeld. Ja, so. Siri. Dann atmest du kurz ein, das war das sechste Chakra, denkst an das siebte Chakra und sagst Wa. Und bei Wa stehst du vor, wie bei so einem Champagner, wo die Champagner, der Korken rausgeht und dann spritzt der ganze Champagner raus. Das ist deine Energie. Das heißt, bei Wa geht der Stöpsel auf und die ganze Energie kommt nach außen. In deine Aura, verteilt sich in deiner Aura und ein Großteil geht wieder zurück und sammelt sich unten im Beckenboden. Und bei Hey Guru ziehst du wieder den Beckenboden ganz fest zusammen, die Muskulatur. Das heißt, After, Geschlechtsteil und untere Bauchmuskulatur unterhalb vom Nabel. Diese 3 Muskelgruppen nennen sich auch Mulband, Mula Bandha oder Wurzelschleuse. Und diese 3 Muskeln ziehst du ganz fest zusammen bei Hey Guru. Dann atmest du wieder tief ein und beginnst von vorne. Erstes Chakra, Eck. Zweites Chakra, Om. Drittes Chakra, Kar. Tief einatmen. Viertes Chakra, Sat. Fünftes Chakra, Nam. Sechstes Chakra, Siri. Kurz einatmen. Siebtes Chakra, Wa. Stöpsel. Hey Guru. Und dann wieder von vorne beginnen. Und beim ersten atmest du tief ein und machst die ersten 3 Chakren. Da ziehst du Mulband nacheinander. Das heißt, die Muskulatur vom After, Geschlechtsteil und die untere Bauchmuskulatur. Dann atmest wieder tief ein, gehst in eine leichte Grundspannung vom Mulband, vom Beckenboden. Dann kommt vierte, fünfte, sechste Chakra. Dann kurz einatmen, kommt siebte Chakra. Und bei Hey Guru wieder fest Mulband ziehen und dann atmest wieder tief ein, leichte Grundspannung und beginnt wieder von vorne. Ek Onkar. Okay?
Du kannst dir das ja nochmal anhören, falls du jetzt nicht ganz mitgekommen bist. Aber ich würde dir einfach empfehlen, mach es einmal mit und dann hörst du ja noch zwei, dreimal an bei den nächsten Male und du kommst immer besser rein in diese Meditation. Sie ist ein bisschen aufwendiger, ein bisschen komplizierter als andere Meditationen, aber sie hat seine Wirkung und sie hat eine enorme Wirkung. Und wenn du diese jeden Tag machst, dann hast du immer den ganzen Tag genug Energie. Und speziell in einer Wettkampfsaison, wenn du jetzt so 4, 5 Monate lang immer Wettkämpfe fährst, dann brauchst du sehr viel Energie. Und wenn du diese Meditation jeden Tag in der Früh machst, dann hast du einen konstanten hohen Energielevel. Und du bist auch nicht so anfällig auf Krankheiten, weil dein Immunsystem sehr stark ist. Okay, ich mache jetzt mit dir diese Meditation 7 Minuten lang. Wir machen folgende Position. Du kommst in die Meditationspose. Das heißt, Becken nach vor, setz dich auf dein Sitzkissen, Becken nach vor. Beine, wenn es geht, nebeneinander, ansonsten überkreuzen. Brustbein hochziehen, Nacken strecken, Kopf gerade. Die Schultern sind ganz entspannt, Arme hängen locker nach unten. Und du machst das Gyan-Mudra. Zeigefinger und Daumen berühren sich auf der Spitze. Wenn du lange Fingernägel hast, die Fingernägel dürfen sich nicht miteinander berühren. Und dann legst du die Hände auf deine Knie, entweder so oder so. Beides ist möglich, macht keinen Unterschied. Richte dich auf, schließ deine Augen und fokussiere dich auf dein drittes Auge. Das heißt, schau mit geschlossenen Augen auf den Punkt zwischen beiden Augenbrauen und versuch die ganze Zeit, die 7 Minuten lang, auf diesen Punkt zu schauen. Lass dich doch nichts ablenken und bleib völlig konzentriert in dieser Meditation. Atme tief ein. Eck Om Sat Nam Siddhi Wahe Guru. Eck Omkar Sat Nam Siddhi Wahe Guru. Eck Omkar Sat Nam Siddhi Wahe Guru. Eck Omkar Sat Siddhi Wahe Guru. Eck Omkar Sat Siddhi Wahe Guru. Eck Omkar
Sat. Siri. City. 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 Löse langsam die Atmung. Mach diese Meditation jeden Morgen, gleich nach dem Aufstehen, für 7 Minuten. 90 Tage lang durchgehend und danach immer nach Bedarf. Ich empfehle dir, wenn deine Wettkampfphase beginnt, sie jeden Tag zu machen, die ganze Saison durch. Weil es ist wichtig, dass du am Ende der Saison noch immer genug Energie zur Verfügung hast. Und wenn du sie jeden Tag konstant machst, die ganze Saison lang, dann wird der Energielevel sehr hoch bei dir sein. Also, aktiviere deine Energien mit dieser Meditation. Du wirst merken, so nach 14, 15 Tagen
fängt der Energielevel an, konstant zu steigen und dann spürst du es. Und irgendwann, so ab 80, 90 Tagen, wirst du auch diese Energie spüren in deinem Körper. Versuche immer konzentriert diese Übung zu machen, bleib fokussiert und achte darauf auf deine Energien. Mit der Zeit wirst du immer sensibler dafür und du wirst immer mehr spüren. Viel Spaß, danke fürs Mitmachen und Satnam.